Toni Jossen, was steht heute im Rahmen des Amici-Treffen auf dem Programm? Heute haben wir etwas, was ganz speziell ist, was bis jetzt noch nie gegeben hat. Wir machen am Anfang eine sogenannte Zeremonie, weil wir haben das erste Mal hier im Wallis die Zentralfahne von der Gesamtschweizerischen Vereinigung der Gardisten. Und der Fenner ist übrigens auch ein Adischer. Und infolgedessen haben wir heute also eine sehr feierliche Zeremonie mit der Zentralfahne. Das ist das Zehnte. Und das Zweite ist, der Papst Franziskus will ja, dass man nicht einfach seine Glauben hinter dem Ofen versteckt, sondern dass man auch dazu öffentlich steht. Und die Gardisten, auch die, die in Zivil heute hier sind, die nicht mehr in die Uniform passen, die werden heute ihre Eidesformel, die steht zumal am 6. Mai in Rom, haben abgelehnt, werden sie das wiederholen vor dem Nuntius, dem päpstlichen Gesandten. Ihr habt vorher kurz erzählt, die Amici sind in ganz Europa verteilt. Das jüngste Mitglied ist gerade 2018 geboren worden und letztes Jahr habt ihr das 1000. Mitglied verzeichnet. Wie schaut ihr in die Zukunft von Amici? Es ist natürlich schon so, dass wir haben ein paar Ältere und es sterben immer wieder ein paar. Und wir können bis jetzt einfach sagen, dass wir quasi die, die auch wegsterben und auch wieder mit neuen Amici können ausgleichen. Aber wir haben nichts dagegen, wenn wir dann auf 1200 oder auf 1500 in den Beruf kommen. Die Amici sind ja zusammen mit der Stiftung verantwortlich für das Museum, für neue Projekte zu realisieren und für Geld anzuschaffen. Wie schaut ihr auf die vergangenen Jahre zurück? Was sind da die Herausforderungen? Also, in jedem kulturellen Bereich ist es enorm schwierig, Geld zu sammeln. Und es ist uns gelungen, dass wir eigentlich bis jetzt über 2,5 Millionen haben investieren in das Museum, das ja weltweit das einzige ist. Und das ist nur möglich gewesen, weil wir sehr viel Goodwill hatten. Einerseits von der Gemeinde, andererseits von der Lotterie Romand und nachher von sehr vielen lieben Stifter. Bei so einem Treffen darf natürlich auch ein Blick in die Zukunft nicht fehlen. Wie schaut ihr in die Zukunft? Was gibt es da für neue Projekte? Ich kenne die Ideen und die Projekte gehen, die ist nie uns. Das Problem ist einfach, wir sind in der Festung Nader, sind wir platzmässig eingeschränkt, aber trotzdem kann man in bestehenden Räumlichkeiten kann man noch Projekte realisieren. Und wir haben bis ins Jahr 2025 insgesamt 15 neue kleine Projekte. Und wir machen einfach eins nach dem anderen, solange wir wieder ein bisschen haben.